Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Thiele Football zum nächsten Stadionvlog. Heute mal wieder der Beginn aus dem Studio heraus, denn gleich geht es für mich in den Signal Iduna Park. Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum und ja, das als Schalker hat sich so angeboten. Und das ist natürlich durchaus schwierig, denn als Schalker ist man eigentlich immer gegen Dortmund. Wenn sie aber jetzt gegen Bochum spielen, weiß man auch, dass Bochum eigentlich ja, nicht wirklich punkten sollte. Damit wir nicht komplett abgeschlagen, ganz letzter sind und nicht mal mehr eine Chance haben, irgendwie mal 17. oder so zu werden. Und deswegen ist das eine komische Ausgangslage, es wird ein komisches Spiel, aber ich bin vor Ort, deswegen nehme ich die Kamera mit und mache für euch einen schönen Stadionvlog von Dortmund gegen Bochum. Ja, für viele das nächste Revierderby. Das ist Schalke gegen Dortmund, aber heute zumindest mal ein unterhaltsames Nachbarschaftsduell. Immerhin etwas. Letzte Saison gab es an der Castro-Bahn 1-1 in Dortmund, dieses wilde 4-3 für Bochum. Das könnte ja vielleicht heute wieder so werden. Ja oder nein?
12 Minuten rum schon 2-0. Mein Gott. Ehemaliger Schalker mit dem Anschlusstreffer. Aber der war prüft und zählt nicht. Schade. Das war's aus Dortmund. Der BVB gewinnt mit 3-0, war es glaube ich. Leider doch nicht 3-1, aber Bochum hätte sich schon ein Tor verdient gehabt. Trotzdem vollkommen verdient verloren. Wobei, wenn man dann die Leistung sieht und die mit Schalke im Derby vergleicht, war das schon deutlich besser. Als Schalker muss man fast schon zufrieden sein, dass Dortmund hier gewonnen hat. Was komisch ist, aber ist so. Und jetzt haben wir noch 3 Stadion-Loks in diesem Jahr. Zweimal Schalke, einmal Gladbach gegen Dortmund. In dem Sinne, macht's gut, ciao. Und bleibt am Ball. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and